Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tales of Cestiria. So, meine Lieben, im letzten Part haben wir die Kardinalin umgebracht, beziehungsweise Rose hat das getan, denn diese wurde von Hass zerfressen oder von Finsternis, von Bosheit, von what auch immer und ließ sich nicht mehr läutern oder reinigen oder whatever. Das Wappen von wie auch immer. This is the crest of Maltellus, isn't it? If the celestial record is to be believed, yes. But it's empty. Yeah, I don't get any sense of presence or lordly domain. Though we still don't really know what to expect for signs of presence of the five lords. Well, Maltellus is a mysterious kind of seraph to begin with. Like, for the shepherd's spiritual powers. There's earth, water, fire, and wind, but there isn't one for Maltellus. My first thought was that he served as a symbolic figure in Five Lords' worship. But there may be more to it than that. Lila seems to know something. But it's probably best not to bother her. I feel sorry for her, in a lot of ways. I do wonder, how does she even come up with those things she says? Indeed, a mystery greater even than our friend Maltellus. Das stimmt. Was die da manchmal redet, das ist schon... Wie kommt man nur da drauf? Ich weiß auch nicht. So, hier jetzt einmal wieder gucken, aber hier scheint nirgendwo eine Kiste zu sein. Dann gucke ich aber hier nochmal. Und auch hier keine Kiste. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Die sind ja anscheinend immer noch versteinert. Was ist denn da los? Die Opfer sind Statuen. How saddening. Lila, is there any way to... Well, I... Saray, you're troubling Lila. I'm sorry. No, please don't mind. If only I was stronger. Don't be so arrogant. Is it your right to say who lives and who dies? Guess I shouldn't jump to conclusions. Save your sympathy. Yeah. Boris accomplished what he needed to do, of his own accord. We should do our best as well. Yeah. We'll just keep on doing whatever we can. Ach ja, stimmt ja. Das hier ist ja gar nicht Sergei oder wie der heißt, sondern sein Bruder Boris. Und die wurden versteinert und das lässt sich auch nicht mehr ändern. Alles klar. Schade. Ich hatte eigentlich gedacht, so jetzt dadurch, dass die, ich sag mal, Medusa-Tante tot ist, würden die vielleicht wieder da sein, aber ist nicht so. Once the domain completely disappeared, I could tell immediately. Maltellus isn't here after all. Lila, Lila, classophila, all the species, all the phyla. So what? It doesn't matter now. It does matter. It was a hellion not even as strong as the Five Lords, and still we couldn't manage to purify it. Meaning we don't stand a chance against old Kittybeard. Heldulf, huh? We still have a ways to go before we can face him. Glad you understand. Now you need to get it together. The real fight is about to begin. There are still three trial shrines left to go. Right. Can't afford to mope around. So it wasn't Maltellus. And it wasn't her. But I can feel a presence nearby. She's still somewhere in Rolands. Alles klar. Wie, ich kann den Schrein nicht per Schnellreise verlassen? Okay, was steht da? Konzentriere dich darauf, die Schreinkirche zu verlassen. Alles klar. Ja, indem ich in eine Sackgasse renne. Sehr gut. Okay. Das ist etwas schief gegangen. Okay, er kann hier irgendwas spüren. Irgendwas fühlt er hier noch. Frage ist nur, ob er das noch hier in der Kirche spürt oder irgendwo anders. Nein, 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 nein. Ach. Ach, na gut. Dann machen wir euch mal eben schnell platt. Sehr gut, das ging schnell. Sehr schön. So, der ist abgehauen, nachdem er das gesehen hat, wie ich den Wolf zerschnetzelt habe. Jetzt ist nur die Frage, was genau soll denn jetzt hier noch passieren? Der Ritter ist echt geil. Also dieses Rittermonster, ich mag das. So, ich gehe hier lang. Da hinten ist nämlich ein Wolf. Deswegen gehe ich hier lang. Oh Mann. I'll say, you want to become stronger, huh? I didn't say anything. It's obvious.
Hä, wie kommen die da auf einmal drauf? Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe nicht gespeichert, ne? Das ist schlecht. Ah, okay, hier kann ich speichern. Das ist gut. Schnell einmal speichern, bevor ich alles nochmal machen darf. Da hätte ich nämlich absolut keine Lust drauf. Das ist echt schade, bei Tales of... Thanks for helping me out. With your help, we were able to win against Medusa. I only did my job. That goes for both of us. Sehr schön. Bei Tales of Xillia konnte man halt immer wieder den Kampf neu beginnen, wenn man gestorben ist. Hier geht das leider nicht. So ein bisschen oldschool, deswegen muss ich immer dran denken, auch rechtzeitig zu speichern. So, aber was ist denn jetzt hier los? Und da ist mittlerweile die ganze Stadt versteinert. Saray, what of the Cardinal? No more. I see. You? We were able to convince the Emperor to believe us, but he wants to believe the Cardinal as well. To that end, he wanted an opportunity for both of us to have our say before him. The Cardinal's not gonna show. There's a chance the Knights might be labeled as assassins. Sorry. Why, there's no need for you to apologize. I'll take all the blame for it. Saray wasn't the one who killed the Cardinal. A professional assassin showed up. They whispered thusly, "May these weary bones find peaceful rest." But that's the calling card the Scattered Bones Assassin Guild leaves at the scene of their doings. Is this true? It is, right? The hell's wrong with you? Just say it. Yeah. I see. I shall report to my superiors about the Assassin's Guild. But to think they could carry out an assassination right under the Shepherd's nose. The Scattered Bones certainly exceed their reputation. I don't know. Oh yeah, I'm quite sure they'll be pleased to hear it. I couldn't save the Cardinal. I couldn't save anyone. It stopped raining. How about we take a walk around town? Oh, ein Spaziergang. Hallo. Ist es wirklich wahr, Kardinalin Fortin ermordet? Und der Papst wird immer noch vermisst. Was wird die Kirche jetzt tun? Einen neuen Papst wählen und dann Friede, Freude, Eierkuchen für alle. Willkommen hier, Hauptmann. Sergei hat mir die Neuigkeit mitgeteilt. Überlass den Rest uns. Wir Ritter sind nicht daran interessiert, uns mit der Kirche anzulegen. Jetzt wollen wir die Opfer so schnell wie möglich begraben. Yeah, der Aufräumtrupp ist da. Wuhu. So, was soll ich tun? Einfach quatschen. Als erstes müssen die Bischöfe kontaktiert werden, dann die Abgesandten und Unterstützer jeder Region. Jetzt ist schnelles Handeln angesagt. Wir müssen Kontakt zu den Geschäftsleuten aufnehmen und sie bitten, ihre schnellsten Wagen für uns bereitzuhalten. Ja, da werden auch schon die ersten Pläne geschmiedet. Achtung, der 7. Zug wird ab jetzt die Straßenpatrouillen unterstützen natürlich. Der 8. und 9. Zug auch. Hört gut zu, der lange Regen hat endlich nachgelassen. Die Leute werden versessen darauf sein, rauszugehen und etwas Sonne zu tanken. Seid aufmerksam und denkt an die Grundlagen zum Umgang mit Menschenmassen. Deeskalation, verstanden? Was? Was lese ich hier eigentlich? Ach, ich weiß auch nicht, ich lese einfach irgendwas. Irgendwann fange ich an, eine Fantasiesprache zu entwickeln. Jawohl. So, die freuen sich, die können alle endlich wieder raus. Vorher waren die Straßen hier ziemlich leer. Es war auch leiser, deutlich leiser. Und jetzt sind alle glücklich. And you got to see the shrine church, right? There's our touchy-feely Nick Leo. Touch Leo. Hey, hey, knock it off. How long is this funk of yours gonna last? Rose. Nuh-uh, no sorries and no thank yous. You and I both just did what we could. Let's both of us keep doing our very best, okay? Okay.
Okay is okay. And on that note, let's go rest up. I'm beat. Awake. Sorry, overslept. The Emperor seeks to rule directly. However, the diehard followers of the Cardinal have begun to act in very suspicious ways. So they're looking for a war, huh? And without their leader, there will be no one left to keep them in check. And so more will die. Not on my watch. I promise I can stop this war so that your efforts will not have been in vain. Thank you, Sergei. Now then. I don't know about you guys, but I'm starving. Let's see what the inn is serving. He's hungry. He's done nothing but sleep. A lot has happened. For Sarai. Guess his spirit needed the sleep. Will he be all right? I doubt this is the last time this kind of thing happens. True. You coming? Die machen sich immer total viele Sorgen um ihn. Kann das sein? Ich frage mich immer, ob das gut oder schlecht ist, dass sie sich so viele Sorgen machen. Da muss man irgendwie immer Angst haben, dass irgendwann was passiert, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, Dachschaden kriegt und durchdreht oder sowas. Keine Ahnung. Aber sie sprechen manchmal halt so, ja, sein Geist braucht eine Pause und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Das macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. So, was soll ich jetzt eigentlich machen? Achso, geht zum Gasthaus, um da zu Abend zu essen. Machen wir. Dann kriege ich da mal was richtig Leckeres. So. Drago Stew. I'd give that one about a 70. Maven! I heard about the church. Word travels fast. It must be difficult being the shepherd. Yeah, in more than a few ways, but I'm good. I'll make sure of it. I see. So, did you find anything out? Yes. Mautellus was not there. No? It's true. We went all the way to the back of the shrine. No dice. The Seraph Mautellus is shrouded in mystery. Some doubt whether or not he even exists. The Shrine Church has been able to promote faith in Mautellus all the way back to the era of Asgard. That wouldn't be possible without the blessing of an extremely powerful Seraph, don't you think? I believe that Mautellus really did exist and was supported by the people's worship. But then in that case, the problem is, when did he disappear? Well, he's a crazy powerful Mega Seraph with a blessing that covers the whole continent, right? When did he vanish? Same time his blessing went poof, I assume. You mean, the beginning of the Age of Chaos? Wait, if Mautellus' disappearance was in fact the cause of the Age of Chaos... Then if his blessing returns, that might put an end to it. Let's search for Mautellus. Hey, Pops, got any ideas? Well, aside from Mautellus' shrine church, there are four other shrines where the power of the Five Lords is said to reside. The Trial Shrines! We were gonna check those out anyway! Huh. Excellent! If you learn anything on your journeys, let us know. Sounds good. I'll try to trace the old legends as well. Farewell. Stay healthy. Thanks! Yep! I'll be sure to inform Agil and the rest of the guild that you are doing well, m'lady. I'm hungry.
Ach Gott, sie ist so knuffig. The two of them are starting to cheer up. Saray and Rose, I mean. Hope so. Saray does worry me sometimes when he bottles things up. He does, doesn't he? But so do you, Lila. Don't forget, we're here for you too. You're quite right. Thank you. Now, how exactly should we go about looking for the trial shrines? That mural in Tentagel could tell us the general locations, but... But beyond that, we're probably just gonna have to go and look for them. Alles klar, ein perfekter Ort für die fünf Herrscher. Huh. So where does one look for a wayward Mautellus? It'd have to be a place suitable as a vessel for one of the five lords. A clean and pure shrine. Or a vast natural landscape with no malevolence. Then a shrine of trials certainly sounds plausible. The shepherd disappeared for months. Turned out, he was on the lamb. Poor Lila. We probably drive her up the wall. I'm sorry. Seriously, it's okay. We've basically figured out the terms of your oath anyway. Time to sing the Rat Pig song! Rat Pig, Rat Pig, with ears so sweet. Oh, you mean when we talk about Mautellus. Rat Pig, Rat Pig, such tasty meat. Leave her alone. This is wrong in so many ways. We're not accusing you of hiding anything. Honest. That's right. And I can use the Flames of Purification, thanks to you. We'll find out for ourselves anything we truly wish to know. Thank you for understanding. Pathetic. You'd let anyone pull the wool over your eyes, wouldn't you, Shepard? You took the oath too, Dezel? Why would... Oh, damn it. Oh Mann. So, was muss ich jetzt machen? Muss ich nochmal schlafen? Besorgt ihr die restlichen spirituellen Kräfte? Ja, danke. Suchen wir die Prüfungsschreine. Während du dich von dem mächtigeren Domain fernhältst, hoffe ich, du erinnerst dich doch an die Orte der Schreine der Prüfung, oder? Wenn du sie ja je vergisst, solltest du dir die Wandmalerei in unserem alten Unterschlupf noch einmal ansehen, verstanden? Aha, okay. Oh ja, ich habe von einem Hirten in Rolands gehört. So, habe ich das gehört. Ich glaube, dass sie irgendwo in Pendrago sind. Wo Essen ist, sind auch Ratten. Und wo massenhaft leichtgläubige Leute sind, gibt es ebenso viele Betrüger. Aha. Da ist also noch irgendwas. Wartet mal. Hier ist irgendwas. Hier. Hä? Lass mich doch mal da durch. Ich sehe nichts. Oh, Rose. Kusch dich. Meine Güte. Die Heulsaison ist wieder da. Am besten sollte man sich nicht nach draußen trauen. Dafür ist das Leben zu wertvoll. Genau, wir heulen einfach ein bisschen. Was, wieso sollte ich heulen? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Toll. Meine Uhr ist übrigens gerade abgeschmiert, deswegen weiß ich gar nicht, wie weit ich nun eigentlich bin. Hehehehe. So, was ist hier los? Agil, are you working? Yeah, data gathering. I need to meet with five informants by the end of the day. Sounds like a lot of work. Agil is like the eyes, ears, and brains for us scattered bones. So then, what are you, Rose? I'm the head. I'm the boss at any rate. A head, but not the brains. So you're the skull? Shut up! You're ruining my metaphor! Well, our boss is more like a goddess of victory. Used to be Little Miss Goddess, of course. Little Miss Goddess? Back when our old boss was around. He used to carry her on his back all the time. Those were good times, weren't they? Yep. Help our comrades and defeat our enemies. It was simple back then. So it was. But things have changed. In the underworld, information is king. Did you find any good leads? A couple. The one they call Shepherd Malfour was originally a priest in the Church of Rolands. It seems he's angling to fill the power vacuum caused by the death of Cardinal Fortin. Figures. And then there's the business with the fake elixir.
The church can no longer ignore the situation, and they've started investigating the source. Then does that mean that the village chief of Gadadin will... Gadadin? Let me explain. I see. So that's what was going on. Egil, do you think the decision I made... The boss's judgment is the Scattered Bones' judgment. But it might require a bit of following up. Yeah, you're right. Let's head over to Gadadin and see how things stand. Thanks. So, dann wollen wir noch herausfinden, ob hier noch irgendwas ist. Rose, komm mal her. Oh ja, ich habe von einem Hirten gehört. Ob diese Kinder wohl je aufgehört haben zu rauben? Wir sollten los und Opa seine Pfeife zurückgeben. Ah. Mit der Karte kann ich wohl nichts falsch machen. Frag dich selbst, Soray. Wie viele Abenteurer ziehen ohne gute Landkarte los? Richtig, kein einziger. Sie haben sich alle verirrt und sind gestorben. Werd nicht einer von denen. Geheul? Was in aller Welt? Keine Ahnung. Ha, aber ich erkenne meinen Magenknurren, wenn ich es höre. Lass uns auf schnellstem Wege ins nächste Gasthaus einkehren. Ich könnte ein Abendessen vertragen. Okay, das machen wir mal einfach. Vielleicht passiert ja dann irgendwas. Wir gucken mal. Also das mit den Aufträgen ist hier echt schon ein bisschen schwieriger als in anderen Teilen, weil eben einfach man das gar nicht so wirklich mitkriegt. Saray, you're not going to sleep yet? Yeah, I want to take a look around the city. It's so quiet that I can feel the gravity of this city's history. Fitting for an ancient capital born from the height of the era of Asgard. It's kind of dawning on me. The things we read about in books actually exist. What a poem this would make if we were travelers of old. A poem? Ah, Pendrago, where the evening lights are blinding sights. Come on. Okay, it wasn't great, but I gotta start somewhere, right? What the? What was that? Quit it, Nicklio. It wasn't me. Let's check outside. Okay, das ist dann anscheinend das Geheul, nehme ich mal an. Ich speichere mal lieber, bevor ich da jetzt hingehe. Und vorher mache ich auch nochmal einen Cut. Wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.